Wie fühlst du dich, Hasso? Am Arsch. Das fühlt sich verdammt gut. Wir fühlen uns alle am Arsch. Zu viel, dieser Wetterwechsel. Nachdem die SEK bei uns eingeritten ist, wir nicht geschlafen haben, diese Reise durchgeführt haben, nachdem ich gestern Nacht mit Klima eingeschlafen bin, fühlen wir uns sehr am Arsch. Aber er, überlegt, Jobwechsel zu machen? Dieser junge Mann motiviert mich. Wir machen Jobwechsel, wir verkaufen jetzt Keramik, aber wir werden die nicht los. Wenn ihr ein bisschen Keramik braucht, weil er bringt mich zum Umstand. Where is my from Senegal, man? You're from Senegal, man. Yes. He's very good Senegal, man. Senegal, he's got some land, Senegal. You want to rip? You want to rip? You're a fan. You want to rip? You want to rip? I give you beatbox, you rip? You want to rip? Yes, yes. Jiggy jiggy bum taga taga jiggy jack man my Mansour dekk fi ci maro di liggey di job di am dara di nek man yow yow another level. too high level and the high club. Thank you very much. Thank you. It's good, good my brass t-shirt Africa. No bro, no, no my bro, give one. No, no, it's good price. Auf jeden Fall, der Contra, er motiviert mich, er bringt mich Vitamine. Deswegen, wir werden jetzt durchziehen. Hat jetzt nur 1000 Dirham gekostet. Und kein Shirt. Aber wir werden nicht krank. Ich hab den Huni gegeben, der lässt mich nicht mehr. Bruder, der Max Oberkörper frei. Ich würde das jetzt auch machen, aber das wäre so fatal für die Leute hier. Ich würde blind werden, oder? Nee, ja, wir haben hart. Das war ein harter Sixpack-Workout die letzten Mal. Einer zu viel einfach. Hm? Wir wollen einfach Nebel, Ozzy. Can we change to 18? Wir wollen Nebel, wir haben hier extra ein Produktionsteam in Marokko am Start. Wir haben nach Nebel verlangt, guck mal, was die gemacht haben. Wir haben einfach einen Kübel ruhig. Boah, das riecht auf jeden Fall gut. Das wenn wir irgendwelche Geister vertreiben wollten, dann wäre das jetzt genau richtig. So, also ich weiß, du redest vielleicht ungern darüber, aber was kostet denn der ganze Spaß hier? Was kostet der Spaß? Ich weiß gar nicht, was kostet das? Ich muss ehrlich sagen, dass bei diesem Video war der Contra wirklich der ausschlaggebende Faktor für alles eigentlich. Also er hat sehr viel mitgeplant und mitgemacht. Und ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich schreibe mir dann einfach nur eine Rechnung und dann bin ich entweder gefickt oder ich habe einen Schnapper gemacht. Wir arbeiten hier mit einer marokkanischen Produktionsfirma zusammen. Wir landen so bei 36. Und das ist eigentlich dafür, für das, was wir so machen gerade, richtig günstig. Ja, safe. Aber gut. Geile Frage auch. Voll tief. Wie teuer war das Video? 240.000. Dirham. Achso, das ist die erste Single mit Contra. Ja. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie lange ist das her? Also bei meinem letzten Album haben wir auf jeden Fall schon mal einen Song gehabt. Contra, ich und Raff in der Nacht. Und guck mal, ich war im Studio mit Kapi und wir haben eine sehr, sehr, sehr wilde Session gehabt, die irgendwann so erst gegen 11 Uhr Richtung Hotel sich verlagert hat. Und ich wollte mich am nächsten Tag mit Contra treffen. Und die Nacht war wirklich sehr wild, sagen wir es mal so. Irgendwann waren wir halt fertig, haben Party gemacht, dies, das in der Suite. Ich wollte dann aufs Zimmer gehen und wollte noch ein, zwei Stunden schlafen oder zwei, drei Stunden schlafen, weil ich mich gegen 15, 16 Uhr mit Contra im Anthrazit-Studio treffen wollte. Auf jeden Fall, irgendwann so gegen 12:30 klopft es an der Tür, Bullen stürmen ein. Ich gucke aus dem Fenster, da sind 6, 7 Mannschaftswagen vor dem Hotel da gegenüber vom Hauptbahnhof. Was war das nochmal? Steigenberger, ne? Ja. Genau, im Steigenberger. Peace geht raus an Steigenberger Hotel. Die mich übrigens wieder reingelassen haben. Letztens beim Benefizkonzert. Ich dachte, ich habe einen Eintrag, aber alles cool. Auf jeden Fall sind die reingekommen, weil die dann in der Suite, wo wir Party gemacht haben, haben die irgendwelche komischen Sachen gefunden. Und auf jeden Fall gab es da eine fette Anzeige und
Ich war richtig am Arsch. Ich habe ein, zwei Stunden, mein Schädel hat gebrummt. Ich bin ins Anthrazit-Studio gegangen. Kontra hat auf mich gewartet. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Und er hat geredet. Und ich habe ihn einfach so doppelt und dreifach gesehen. Und habe dann irgendwann gesagt, hey Bruder, nimmst du mir nicht übel, aber ich kann mir gerade das Licht nicht geben, ich kann mir gerade keine Musik geben, ich kann mir nichts geben. Dann hat er gesagt, Bruder, geh schlafen, lass uns morgen nochmal treffen. Aber da haben wir uns zum ersten Mal persönlich getroffen. Ich weiß nicht, ob wir uns vorher bei einem Festival oder so... Bei Agit. Ja, ja, stimmt. Aber da haben wir auf jeden Fall zum ersten Mal zusammengearbeitet und sind... Kranker Song, was wir da gemacht haben. Kontra, wie ist der Song mit Casey entstanden? Oh, ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Also wir haben den wie lange schon? Schon über ein Jahr auf jeden Fall. Ja, sogar noch ein bisschen mehr. Casey hat mir einen Song geschickt und meinte, ich kann mir nicht darauf gut vorstellen. Das war vor knapp anderthalb Jahren fast. Und ich habe aufgenommen, ich habe den auch hart gefeiert, Part gefeiert, Hook gefeiert, Vibe. Ich feiere ihn auch immer noch. Und ja, irgendwie kam es dann, es war auf jeden Fall, wir haben beide gesagt, es ist eine Single wert. Und dann kam der aber nicht raus, aber der ist halt wie Wein. Der ist halt. Der war schon für mein letztes Album eigentlich. Das war für mich eine safe Single, weil dieser Song ist einfach so, es hat sich auch bewährt, so nachdem wir den jetzt ein Jahr, anderthalb Jahre gehört haben. Wir hören den immer noch. Es ist einfach so ein Song, den man, glaube ich, immer hören kann. Bei meinem letzten Album hat es dann irgendwie nicht mehr gepasst, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe schon ein, zwei Singles zu viel gemacht. Ich wollte den nicht verbraten. Der musste seinen eigenen Spot bekommen. Ich meine, es ist ein großer Song, ist ein großer Künstler. Und... Dankeschön. Und ja, sollte so sein. Männer, wir sind schon seit ein paar Tagen hier. Vermisst ihr die Kinder schon? Ja, auf jeden Fall. Safe. Jede Stunde, Dicker. Direkt, wenn du 24 Stunden weg bist, ist direkt vorbei. Einmal FaceTime und dann schon wieder. Fahren ist schon scheiße. Wenn du, weißt du, dieses Losfahren ist schwerer als früher. Wenn du früher bin ich mit Liebe aus dem Haus gerannt. Heute tut weh so. Also nicht, man muss ja raus, aber früher ist man rausgegangen, um irgendwas zu jagen und heute ist. Manchmal bist du auch so zwei, drei Tage zu Hause, bist mit den Kindern. Und dann denkst du dir, boah geil, ich bin jetzt, morgen bin ich in Marokko, ja, dann geht's wieder richtig ab. Ja, ja. Und dann musst du nur einmal telefonieren und dann bist du direkt wieder, willst du die herbeamen oder dich wieder kurz zurückbeamen oder... Achso, wenn du Devran und Hassan in einem Satz beschreiben müsstest, wie würdest du es tun? Boah, was? In einem Satz? Das Wichtigste. Ja. Sportwagen oder SUV? SUV. Ja? 100%. Bei dir? Also, Fahrrad. Skateboard. Rollerblades. Aber hey, kannst du mal bitte auch sagen, von wem du die Fragen hier hast? Ja, ja. Das von Agit. Hat er dir aber auch gesagt, dass du sagen sollst, wir sind ein paar Tage schon hier? Ja. Yeah. Der Agit hat ihm einfach gesagt, stell ihm diese Fragen, damit ich das nicht vorher weiß. Es wurde angekündigt als tiefe, tiefe Fragen. Ja. Aber ist gut. Mein Freund, Abonni, free. Yes. Abonni for free. Yes. Abonni for free. Paris Saint-Germain. Neymar. Wenn ich morgens aufstehe, zieh das an. Und dann trinke ich einen Kaffee in meinem Garten. Und dann nehme ich meinen Gartenschlauch. Und meine Nachbarn rufen die Polizei an. Alles klar. Bitte mal. Thank you. Thank you. Thank you. Salam, brother. Thank you so much. This is good. But it's no problem. No, I speak with me. Huh? I want to stop being there and just like it. I didn't call you. Willst du es direkt rausschicken? Ja. Ja? Ja. Krank. Wir flippen das heute. Der wird kaputt gemacht. Das wird heute ein Beat. Und du, das, was du gerade gemacht hast, mit.
Oder richtige. Direkt tanzbar halt. Oder du machst kein Afrika-Dings drauf, sondern genau das Gegenteil, 90 BPM. Okay. 90 BPM, back to the roots. Die tragen alle dasselbe Outfit, als hätten ihre Frauen sie verarscht. Also so ein weißes mit neun Hütten und du läufst gerade nach dem 10. Und der 10. ist mein Hütten, läufst du mit der Priestermantel, als hättest du gerade besser gehabt. Ich bin aus dem Zimmer rausgekommen, zwei Besucher vom Hotel, gehen an mir vorbei. Ich sag so, hallo, ne? Die machen so. Jetzt verstehe ich zum ersten Mal. Du, ey, wir haben heute das Ultra-Mörder-Sample gerade aufgenommen. Mörder, Motherfucker-Sample. Kannst du mal ganz kurz in Casey Rebel Story gehen? In die letzte, auf dem Marktplatz? Mal gucken, was da rauskommt. Ist krass, wa? Ja, ich musste unbedingt beim nächsten Mal mitbringen. Da muss man das so ein bisschen zerhacken und so und dann da, so eine geile. Bist du nicht morgen im Studio? Ja, Brudi, dann schick mir das mal auf jeden Fall. Ich schick dir die Audiodatei. Geil, Mann. Ja, und grüß mal alle, ja? Grüß mal auch Casey. Mach ich, Brudi. Konrad versucht mich mit seiner Motivation anzustecken, aber ich habe ihn mit meiner Automatik so vorgestellt. In diesem Sinne muss noch ein 200er rein.